Okay, super. So, hallo erstmal zusammen. Für die Leute, die mich noch nicht kennen sollten, wie man ja mitkriegt, kenne ich hier die Hälfte der Bagage hier. Das ist übrigens nicht mein Kind, sondern halt von einem Großhändler, der kleine Sohn. Das Foto war einfach so knuffig mit ihm. Das musste ich einfach dann mal nehmen. Zu mir, ich bin 47 Jahre, Aquarianer, wie wahrscheinlich einige hier schon als kleiner Dötz. Vor gut 12 Jahren konnte ich dann mein Hobby zum Beruf machen und bin dann zu der Aqua United gegangen. Bin dort dann im Außendienst für halb Deutschland und Österreich, weil man hat dann nichts anderes zu tun, als Auto zu fahren. Gut, Aquarium Münster. Also ich bin zwar jetzt hier auch für Tropic Marine, aber gut, den Vortrag hatte ich von Aquarium Münster gemacht. Das ist aber andere Geige. Also sind zwei Firmen, für die ich zusammen arbeite. Wer ist denn Aquarium Münster dann überhaupt? Die sind 1926, waren die als Großhandel bzw. Züchter, sind die gezüchtet. Und zwar haben die südamerikanische Fische importiert, also Kalare und sowas, und haben die nach Nordamerika verkauft. In Nordamerika, also bekanntlich gab es von 1926 noch nicht ganz so viele Flugzeuge, da sind sie dann wirklich mit dem, auf dem Überseedampfer, war eine Aquarienanlage installiert und da ist dann ein Pfleger mit dem Schiff, ist er übergesetzt und hat die Fische in der Zeit betreut. Also kann man sich gar nicht vorstellen heutzutage, wie das damals war. Und da kam dann 1968 das erste Medikament gegen Ichthyo. Nicht, weil sie es verkaufen wollten, sondern weil sie einfach gesagt haben, wir wollen gesunde Tiere haben, im Gegensatz zu den ganzen anderen. Deswegen haben wir uns da jetzt was mal aus den Rippen geleiert. Das funktioniert, damit haben wir dann gesunde Fische. Und dann ging das dann los, dass es sich immer mehr verbreitet hat. Jetzt ist heute Aquarium Münster einer von zwei verbliebenen Arzneimittelherstellern in Deutschland. Also wir stellen selber die Medikamente komplett her. Komplette Zertifizierung, den ganzen Schmarrn, den man eigentlich gar nicht braucht. Also das ist tatsächlich auch für Fischmedizin der gleiche Aufwand, den auch eine Humanmedizin hat. Also wir könnten theoretisch, da bräuchte man nur irgendeine schnelle Freigabe, dann könnten wir morgen Aspirintabletten machen. Die kompletten Zertifizierungen, Regelungen gilt für uns genauso. Heute vertreiben wir halt weltweit in über 50 Länder. So, aber jetzt mal zum Thema. Welches Futter sollte ich denn nehmen? Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, die sollten drin sein. Dann nehmen wir am besten Granulate, die nicht extrudiert sind. Da nehme ich gerne mal als Beispiel, also die meisten Hersteller gehen hin in der Granulatproduktion und quellen quasi das Granulat künstlich mit CO2 auf. Hat den Vorteil, es schwimmt besser durch die ganzen Einschlüsse. Hat aber auch für den Hersteller den Vorteil, man hat mehr Volumen, was man verkaufen kann. Es schaut halt größer aus, es schaut am Meer aus. Bei unseren Futtersorten ist es so, dass die ein volles Korn haben. Wenn man zum Beispiel einen Apfel nimmt, schneidet den auf, legt ihn hin. Das dauert 5 Minuten, der wird braun und fängt an zu oxidieren. Das gleiche passiert über die größere Oberfläche beim Fischfutter genauso. Bei uns sind halt die Inhaltsstoffe, die ziehen halt mit der Zeit rein und die bleiben dann halt auch deutlich länger drin, frisch erhalten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ist halt ein Klassiker aus der Praxis, viele Leute wollen Flocke füttern. So, bei einer Flocke, die kann ich halt nicht mit niedrigen Temperaturen produzieren. Da habe ich gleich nochmal Bilder zu, wie das funktioniert. Wo man halt noch drauf achten sollte, ist in der menschlichen Ernährung genau das Gleiche. Man sollte auf die Ergänzungsstoffe achten. Präbiotika, Probiotika und Phytobiotika. Phytobiotika ist die komplette Kette oder halt der komplette Komplex der pflanzlichen Stoffe, die auch genauso in der Humanernährung ja auch immer wichtiger werden und immer mehr in die Ernährung einfließen. Lehmfutter, Frostfutter ist ja Meerwasser noch viel stärker verbreitet und auch wichtig, dadurch, dass manche Fische halt gar nicht an künstliches Futter rangehen, wie im Süßwasserbereich. Aber da habe ich halt immer wieder das Problem, es können immer wieder Krankheitserreger dabei sein. Und zwar sind das Krankheitserreger, die dann halt aus den Produktionsländern von dem Frostfutter kommen. Und bei uns haben die Fische dann oft das Problem, dass sie gegen diese pathogenen Bakterien, die halt sie nicht kennen, keine Resistenzien haben. Na, das hatten wir ja quasi jetzt vor kurzem auch erst wieder mit dem blöden Virus, der halt dann auf einmal aufgeht. Wir konnten halt nichts dagegen machen.
weil wir keine Resistenzien dagegen hatten. Was ist denn jetzt hier los? Stopp. Falsche Richtung. Sorry. Das Biofischfood hat dann noch Probiotika und keine künstlichen Farbstoffe, weil es macht einfach keinen Sinn. Dann jetzt aber mal, was sind denn eigentlich probiotische Bakterien überhaupt? Und zwar ist das so, dass man im Darm Andockstellen hat auf der Darmwand, wo sich halt die nützlichen Bakterien ansetzen sollen. Jetzt hat man aber dann die freien Andockstellen, da können halt die pathogenen Bakterien, also die schädlichen Bakterien, sich ansetzen und dann werden die Krankheiten dann verursacht. Die probiotischen Bakterien machen nichts anderes, als diese Andockstellen blockieren. Und dann hast du halt keine Möglichkeit mehr, dass die Erreger sich irgendwo da festsetzen können. Das ist bei uns in der menschlichen Ernährung genauso. Ne? Wenn ich dann halt dann die Vitamine nehme und wie heißt das Ding, Vitasprint oder wie das Zeug da heißt, oder irgendwelche Sachen in der Richtung mit probiotischen Bakterien, mache ich genau das. Präbiotika ist nichts anderes. Die machen nichts anderes, als die Fresszellen im Blut schneller. Die damit halt dann in ihrer Zeit da mehr Krankheitserreger schnappen können und sich einverleiben können. Und da hat er dann und kann sich jetzt direkt den nächsten schnappen. Na, und das wird halt durch die präbiotischen Bakterien beschleunigt. Frostfutter. Damit zum Thema, da muss ich, ist ja leider heute nicht mehr da. Da geht dann mein Dank an Robert Bauer. Der hat da nämlich vor ein paar Jahren mal auf dem Korallenriff, haben die mal einen Test gemacht. Die haben sich verschiedene Frostfuttersorten geholt und haben dann einfach mal die inkubiert und geguckt, was lebt denn da alles oder was kommt denn da alles raus. Das war halt der Robert mit dem Harald Mülder. So, und die haben dann unter anderem dem Webüro mit Schnikowski, oder wie ist auf jeden Fall irgendein bekannter Keim, der Infektionskrankheiten auslöst. Den haben sie immer wieder dort gefunden. Und zwar lag der vor allem im freien Wasser vor. Also kaum auf dem Frostfutter selber, sondern überwiegend halt in dem Wasser, was du halt dann in den, im Frostfutter mit dabei hast. Deswegen immer Frostfutter, Lehmfutter sehr gut abspülen, bevor man es verwendet. Also das, ich bin heute faul. Ich schmeiße den Frostfutterwürfel direkt ins Aquarium rein, weil das taut ja eh auf. Nicht unbedingt vorteilhaft. Man kennt es, weil es haben eigentlich schon so ziemlich jeder hat schon gemacht. Und am besten halt selber züchten. Also Artemien selber ansetzen. Oder es gibt ja auch dann, ich sag mal, bei Facebook gibt es eine schöne Gruppe mit Lehmfutterkulturen, heißt sie, glaube ich. Da gibt es halt unheimlich gute Ansätze, wo halt auch Leute sind, die sich damit richtig auskennen. Weiß nicht, ob jemand Fred Rosenau kennt. Ich glaube, ihr kennt ihn, ne? Das ist halt wirklich ein Lehmfutter-Experte, der sich da richtig brutal gut auskennt. Und natürlich nochmal die Quellen, dass das halt vom Korallenriff kommt. Das hier sind halt nochmal die Sachen. Das waren dann halt das. Das waren dann einmal Artemia von Golden Gate, die sie dort angesetzt haben. Na, das sind halt alles die ganzen weißen Pünktchen, das sind halt diese pathogenen Bakterien, die sie halt dann in dem in ihren Petrischalen dann gefunden haben. Das war dann noch was von Welke. Da hat noch einmal Müsig, wo es alles ganz extrem war. Und dann haben die mal als Vergleich dann noch mal das Aquariumwasser genommen, wo halt dann nichts drin war. So, die Auswahl. Wir haben ja da oben bei uns am Stand, weiß nicht, wer schon gesehen hat, wir haben ja verschiedene Futtergrößen da. Was mache ich denn? Natürlich, das erste ist wichtig, die Größe vom Fischmaul, logischerweise. Dann bei unserem festen Korn, kleiner als gewohnt füttern, weil ich eigentlich ein volles Korn habe. Und dann muss der Fisch halt auch mal beißen und dann muss was tun und dann muss arbeiten dafür, dass er was zu essen kriegt. Das wird man dann noch merken, wenn man das erste Mal füttert, wenn die es noch gar nicht kennen und nur weiches Futter gewohnt sind. Sie werden es erstmal wieder ausspucken. Und dann aber wieder aufnehmen. Weil sie einfach, ne, okay, kenne ich nicht,
spucke ich erstmal wieder aus. Aber das schmeckt ja gut, also muss ich's, ich will es doch haben. Was dann noch wichtig ist, was eigentlich dann logisch ist für einen Aquarianer, ich muss halt schauen, habe ich einen Karnivoren, habe ich einen Herbivoren. Dementsprechend muss ich halt meine Futterauswahl treffen. Wird für euch logisch sein, aber ich erwähne es halt, weil es einfach faktisch nicht so ist, sondern dass die Leute einfach sagen, ja, ja, aber die Fische fressen das ja gut. Ist nicht unbedingt das Richtige. Variantenreich füttern. Der Teller muss bunt sein. Wir wollen ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. Wir brauchen auch unterschiedliche Stoffe. Wir haben halt auch unsere Flocke, weil es einfach dann der Markt verlangt. Da ist aber dann der Unterschied, wenn man sich dann mal die Flocke genau anguckt, merkt man dann bei uns, wir haben eine glatte Seite, wie man es kennt von der Flocke, und die andere Seite ist wie ein feines Schmirgelpapier. Das heißt, wir gehen nach der Produktion hin und hauen nochmal Mikrogranulat drüber. Da dient quasi die Flocke nur als Träger für das Granulat. Weil das ist die Produktion vom Flockenfutter, egal bei welchem Hersteller. Du hast zwei Balzen, die laufen mit 600 Grad und da wird es halt als Platte dann drüber gesprüht und hinten dann abgetorn und dann in die Flocke gemacht. Da kann an Vitamininhaltsstoffen nichts mehr drin sein. Es geht einfach nicht. Na und ich sage mal, die Flocke ist der liebe Hamburger beim großen M. Das Granulatfutter ist das Dreigängemenü mit dem großen Salat dabei. Dementsprechend auch entsprechend weniger füttern. Also ein... Weil es ergiebiger ist. Genau. Du hast halt viel mehr Wertstoffe, also fütter ich weniger. Ein großes Problem, was wir haben, ist Überfütterung. Na, du hast dann auch die Wasserbelastung. Das hat man ja bei gewissen Flocken, hat man das ja auch. Wenn ich mein Wasser einfärben will, dann fütter ich halt dann diese Flocken. Die Fische haben halt nichts davon. Wir leben im Becken nachher, wenn es ist. Mit dem Granulat kann ich viel gezielter auffüttern. Ja, ja, klar. So, und in der Natur ist es halt faktisch so, dass nur die wenigsten Fische sich von der Oberfläche ernähren. Na, du hast ja immer dann, die Tiere werden im Aquarium gedrillt, dass sie halt dann immer nach oben gucken, weil da ist ja das Futter. In der Natur wird es angeschwemmt. Es wächst auf den Steinen, auf den Pflanzen oder halt dann im Korallenriff halt bei euch, also halt bei dem Meerwasser. Da hast du die Nahrung. Dann hast du zum Beispiel dann, um die Varietät halt, ich muss natürlich ein bisschen Werbung machen für die Firma zwischendurch, man soll die Varietäten schaffen. Die Vielfalt macht halt den Unterschied, ist wie bei uns. Na, wir müssen, wie gesagt, wir müssen ja auch mal andere Sachen essen, damit wir auch entsprechend uns gut ernähren und nicht immer dann fünf Sachen. Und dann sage ich immer noch, ein Fehler ist immer, was manche machen, weil es einfacher ist. Die nehmen sich halt drei, vier Futtersorten, schmeißen die zusammen in eine Dose und füttern aus dieser Dose raus. Alles gleichzeitig, weil dann haben die Fische ja alles. Auch nicht unbedingt so gut. Mein Chef hat immer so gerne dieses Beispiel, wenn er bei sich daheim ein Steak, einen Salat und ein Eis hinstellt und sagt, jeder nimmt sich, was er will, dann weiß er ganz genau, seine Frau wird sich den Salat schnappen, sein Kind wird sich das Eis schnappen und er kann sich auch wochenlang nur von Steak ernähren. Ob es so gesund ist? So, und dann hast du Funktionsfutter, die nach den ganzen Bedürfnissen. Da haben wir dann jetzt mal ein paar Beispiele. Knoblauch. Haben wir halt in unserem Garten. Gilt natürlich auch für andere Hersteller, die Inhaltsstoffe verwenden, genauso wie für das Futter von uns. Ich nehme halt dann unsere Bilder, weil wir halt auch da die Bilderrechte und alles haben. Natürlicher Knoblauch, die komplette Zehe, frisch. Also nicht nur irgendwie so ein Industriegranulat oder sowas, sondern wirklich frischer Knoblauch, der dann nach dem Granulieren auf das Futter draufgesprüht wird. Da hast du dann bei Appetitlosigkeit, gehen die gerne dran. Ist gut für Magen-Darm-System bei den Tieren. Vitamin B6, die ganzen Spurenelemente. Dazu ist Knoblauch noch ein natürlicher Lockstoff. Das heißt, wenn ich Tiere habe, die ich sonst schlecht an ein künstliches Futter ranbekomme, kann ich halt über ein Knoblauchfutter, kann ich die sehr gut da dran locken und rankriegen. Weil das sagen auch die Angler.
Ne, es gibt nicht so viele Kunstköder im Angelbereich mit Knoblauch, weil einfach die Tiere automatisch draufgehen. Chlorella, Chlorella-Süßwasseralge. Spirulina wird ja sehr viel genommen, aber Spirulina ist eigentlich ein Cyanobakterium, was wir im Meerwasser nicht haben wollen. Also ich habe eigentlich das, was ich mit Gewalt versuche, aus dem Aquarium rauszukriegen, fütter ich dann auf der anderen Seite wieder zu. Ist halt dann reich an Antioxidantien, essentiellen Fettsäuren, Vitamine, Spurenelemente. Das Chlorophyll fördert auch den Regenerationsprozess, das heißt, die Tiere werden auch wieder schneller fit. Ist sehr gut verdaulich und du hast halt kaum Wasserbelastung bei den Futtersorten. Das Basler Futter allgemein ist, die Basis ist skandinavischer Wildfisch. Und zwar von Kopf bis Schwanz der ganze Fisch. Also alles mit Gedärm, mit allem, was drin ist. Weil auch du in den unterschiedlichen Körperteilen der Fische unterschiedliche Inhaltsstoffe hast, die die Tiere halt wieder für die Ernährung brauchen. Und halt auch dann beim Getreide braucht man in jedem Futter als Bindemittel. Beim Basler sind 7 oder 8 verschiedene Getreidesorten drin, weil selbst diese Getreidesorten in gewisser Menge wieder verdaulich sind vom Tier, verarbeitet werden können und damit halt auch weniger Wasserbelastung nachher ist. Weil es ist ja nicht das, unbedingt das Problem, was ich vorne reingebe, sondern das, was hinten wieder rauskommt. Das Acai, die Acai-Beere. Die gilt inzwischen dann auch aufgrund der hohen Nährstoffdichte als Superfood, stammt aus dem Amazonasgebiet. Und zwar hat der Gerald Basler mal auf einer Forschungsreise festgestellt, wo er im Amazonas unterwegs war, dass an einer Stelle die Tiere extrem gut gefärbt waren. So, da hat er den Fängern gesagt, hey, holt doch mal von dort, weil die Tiere sind doch mega geil, die müsst ihr doch fangen. Und da haben die Fänger gesagt, nee, das ist jetzt nicht der Standort, sondern halt jetzt sind hier die Beeren reif, die fallen ins Wasser und die fressen das. Und deswegen stehen die so in Farbe. Und dann haben wir da halt entsprechende Tests gemacht und ja, es ist so. Die Fische entwickeln eine ausgeprägtere, intensivere Färbung. Und da es nun mal so auch ist, dass die intensivst gefärbten Tiere am ehesten angenommen werden von den Weibchen, um dann den Nachwuchs zu produzieren, habe ich dadurch halt auch wieder bessere Zuchterfolge bei einigen Tieren. Jetzt kommen mal leider ein paar Süßwasserbilder. Ich habe keine entsprechend guten gehabt aus dem Meerwasserbereich. Das ist jetzt aus dem Aquarium von meinem Chef. Das sind Manukapuro Altumskalare. Die hat er dann mal 8 Tage lang nur mit dem Acai gefüttert. Und das ist halt jetzt das dominanteste Tier. Klar, das zeigt halt immer etwas mehr Färbung. Aber halt auch die anderen Tiere haben halt eine deutlich intensivere Zeichnung gehabt. Und das ist tatsächlich bei meinem Chef daheim in seinem Aquarium. Dann das, was jetzt ja in letzter Zeit ab und zu mal in den Foren diskutiert wurde, das CBD. Es ist nicht nur ein Hype, den wir auch mitnehmen, aber CBD ist wirklich, oder gerade der Hanf, hat verdammt viele essentielle Inhaltsstoffe, die richtig gut sind. Du hast unheimlich viele Nährstoffe, Vitalstoffe drin. Du hast Antioxidantien drin, die entzündungshemmend wirken. Ist für die Verdauung positiv, also die Fische fressen auch mehr danach. Appetitanregend. Und es gibt tatsächlich auch wissenschaftliche Studien, dass es die Fische tatsächlich etwas beruhigt. Kann ich bestätigen. Ich habe jetzt aus dem Tropic Marine eine Zeit lang im Einsatz. Also alles, was jetzt gesagt wurde, das trifft tatsächlich zu. Ich habe mehrere Doktoren bei mir im Becken, die tatsächlich auch hier und da dann mal eigentlich richtig Rambazamba machen. Aber es hat sich tatsächlich nicht unbedingt beruhigt, aber es ist ruhiger geworden. Genau, es ist, das sagen wir, sie werden ruhiger. Sie werden jetzt nicht, die chillen nicht komplett durchs Becken. dafür müsste es THC drin sein. Aber sie werden ja tatsächlich ruhiger. Aber es ist auch schön, wenn dann halt auch das richtige Feedback dann kommt, dass das wirklich so ist und ich nicht nur jetzt hier irgendeinen Schmarrn erzähle. Matrine, jetzt kommen wir auch zu den anderen spannenden Sachen noch. Da ist dann in Matrine,
Das ist dann, da sind halt Stoffe drin aus der chinesischen Kushen-Wurzel. Und zwar ist das ein Baustein der Anti-Ich-Methode bei Ichthyo bzw. im Meerwasser Kryptokaryon. Und zwar sorgt dieser Inhaltsstoff dafür, dass der Parasit den Fisch verlässt und dann in seinen Zyklus übergeht. Also beim Kryptokaryon ist es so, wenn man die Pünktchen auf dem Tier sieht, dann ist er eingekapselt. Der ist in seiner Kapsel drin. Du kannst nicht behandeln. Du, mit keinem Medikament der Welt, egal ob RiffSafe oder nicht, du kommst an diesen Parasiten nicht dran. Irgendwann fällt er vom Fisch ab, setzt sich auf den Boden, vermehrt sich dort in einer Kapsel und dann nach 4-5 Tagen, je nach Temperatur, platzt die Kapsel auf. Es kommen Schwärmer, die sich dann wieder einen neuen Wirt suchen. Deswegen ist halt ein Ichthyo oder Kryptokaryon wird halt immer stärker mit der Zeit. Und du hast halt dieser Stoff, da er dafür sorgt, dass die den nicht mögen, hast du, wenn du es früh genug einsetzt, kannst du damit sogar den Ausbruch der Krankheit verhindern. Weil die einfach diese Schwärmer, die können nur 2-3 Stunden überleben ohne Wirt. Wenn du das nicht mehr hast, sterben sie ab. Das ist da mal so ein Kryptokaryon unter dem Mikroskop. Und hier habe ich nochmal die Grafik dafür. Ne? Das ist halt der Punkt, wo man den Kryptokaryon sieht. Er wächst, kapselt sich ein, fällt auf den Boden, vermehrt sich. Und hier ist halt normalerweise der Punkt, wo ich halt auch mit dem Medikament ihn dann erwischen kann. Deswegen, falls ihr da mal behandeln müsst, immer durchdosieren. Das halt aus meiner Praxis kenne ich, dass dann halt nachher dann die Leute sagen, Mensch, ich habe da jetzt ein Medikament 3 Tage genommen, da war es dann weg, dann habe ich auch nicht mehr eingesetzt und eine Woche später war das Ding viel schlimmer da. Ja, normal. Weil wenn ich da dann das Medikament absetze in dem Punkt und dort ist es dann nicht mehr im Wasser verfügbar, dann kann es auch nicht helfen. Aloe Vera hat den Vorteil oder hat viele Enzyme, Aminosäuren, Vitamine und macht beim Fisch das gleiche wie beim Menschen. Es lässt die Haut schneller wachsen. Das heißt, und ich habe halt durch schnellere Hautregeneration, habe ich, wenn die Fische mal irgendwo Wunden haben, je schneller der Wundverschluss stattfindet, umso weniger Bakterien und so weiter, Krankheitserreger, können sich dann in dieser Wunde ansetzen. Das ist ja wie bei uns, wenn ich irgendwo eine Wunde habe, da kann sich halt schnell mal irgendwas entzünden. Passiert beim Fisch und je schneller die Wunde sich wieder verschließt, umso besser ist es. Gerade bei so Tieren, die es dann gerne mal zoffen, wo dann auch gerne mal dann kleinere Wunden durch Bissverletzungen, durch irgendwelche Fluchten, durchs Riff, wenn die da irgendwo mal an irgendeinem Stein hängen bleiben, da ist sowas dann sehr gut. Pumpkin. Kürbiskernöl. Hat Omega-Steroide, unheimlich viele Inhaltsstoffe, Vitamine, Carotin, entzündungshemmende Stoffe, fördert die Darmgesundheit und ist daher sehr gut zu empfehlen, wenn ich mal mit Darmwürmern Probleme habe. Also sprich, wenn die Fische abmagern, man sieht aber nichts, der Fisch ist fit, wird aber immer dünner mit der Zeit, frisst, dann kann das sein, dass er Darmwürmer hat. Das Kürbiskernöl sitzt dann auf der Darmwand, so eine Schutzschicht. Sag ich mal, da gibt es so einen Schutzfilm und die Würmer flutschen quasi nach hinten raus und werden dann aber dann nicht mehr aufgenommen, sondern verenden dann. Und weil es so schön ist, schauen wir uns mal so ein Ding dann unter dem Mikroskop an. Da ist man dann froh, wenn der dann irgendwann rauskommt. Und das kann man tatsächlich dann sagen, also ich habe schon gesehen, dass aus dem Fisch, der so groß war, dann so ein Wurm hinten rausgezogen wurde. Also es ist nicht unbedingt appetitlich. Fuko. Da haben wir 0,8% Fukoidan aus dem Seetang drin. Jetzt könnte man sagen, warum sind das nur 0,8%? Das bringt ja dann nichts. Man kann, egal wobei es ist, überdosieren, hilft oft gar nichts. Wenn man im Meerwasser kennt man das ja eigentlich noch ein bisschen besser, weil viel hilft viel ist halt, da kann ich halt auch schon mal meinen kompletten Korallenbestand mit umlegen. Deswegen ist da wirklich, das ist die Dosis, wo das am besten wirkt.
Super bei bakteriellen Geschichten, bei bakteriellen Infektionen oder auch vorbeugend bei neuen Fischen. Es gilt übrigens auch bei Matrine, wenn ich dann viele Kryptokarium-Kandidaten habe, gerade Doktoren und so weiter, wo es ja gern mal dann ausbricht. Na, der Kryptokarium ist eine Stresskrankheit. Der Erreger ist latent immer vorhanden. Und wenn ich dann halt durch so einen Stoff halt beim Neubesatz, wenn ich halt ein neues Tier dazusetze, füttere dann 5 Tage nur das Matrine. Wenn es sein muss, dann halt auch ein bisschen Frostfutter dazu, aber nicht dann, wie man sonst machen sollte, abwechslungsreich, sondern wirklich als Kur das Futter nehmen. Dann kann ich diesen Ausbruch einer Stresskrankheit auch sehr gut unterbinden. Na, ich kann natürlich nicht garantieren, dass da nichts passiert, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht ausbricht, ist sehr hoch. Und sowas kennt man halt, man will es aber nicht haben. Dazu gibt es dann auch wissenschaftliche Studien, wie bei eigentlich so ziemlich allen bei unseren Stoffen, die wir eingesetzt haben. Das waren jetzt quasi dann mal, wie man da mit dem Fucoidan, das waren jetzt verschiedene Larvenstadien. Das war dann wieder dann aus der Aquakultur eine Studie, wo wir uns auch mit dran bedienen, weil in der Aquakultur, da ist halt Kohle dahinter. Na, die machen halt wirklich Forschungsarbeiten, die gehen in die Millionen. Und da gehen wir gerne nochmal drauf, bedienen uns da dran. Das war mal, hier haben wir dann jetzt die Testgruppe, wo nichts gemacht wurde. Dort haben sie dann mit Antibiotika gearbeitet, haben also da schon eine deutlich höhere. Und das war dann tatsächlich dann nur mit Fucoidan, mit einem natürlichen Stoff, ohne mit Medikamenteneinsatz. Und gerade Antibiotika wollen wir ja nicht in unserer Nahrung haben und auch nicht im Aquarium haben, soweit es sich vermeiden lässt. Das halt mit dem Fucoidan. Wer sowas sich nochmal genauer anschauen will, das ist jetzt mal nur mal so ein schneller Screenshot. Wir haben also bei Aquarium Münster gibt es einen extra Reiter mit wissenschaftlichen Berichten. Da steht das alles dann nochmal komplett wissenschaftlich beschrieben, wo man das dann Ganze nochmal genau nachlesen kann. Aber da ja auch in dem Fall Bilder mehr sagen als Worte, haben wir jetzt hier nochmal einen Fall, leider auch wieder aus dem Süßwasserbereich. Ich meine, da sieht man ja, dass die Flosse ganz dezent angegriffen ist durch eine bakterielle Infektion. Der wurde dann halt mal 12 Tage lang auch mit dem Fuko gefüttert. Man sieht halt schon, die Schwanzflosse ist noch nicht wieder perfekt, aber schon wieder zu 2/3 nachgewachsen. Und der wurde halt auch nicht medikamentell behandelt, sondern nur mit dem Futter. Also da kann ich tatsächlich auch im Meerwasserbereich bei Problemfällen muss man nicht unbedingt medikamentieren, sondern man kann wirklich über Inhaltsstoffe, über die Fütterung, kann man da auch unheimlich viel vermeiden. Lapajo. Der Lapajo-Baum wird auch der Baum des Lebens genannt. Ist dann im Amazonasgebiet ist das eine richtige Wunderfrucht. Ist, glaube ich, auch jetzt schon inzwischen zu uns so langsam vorgedrungen. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwelche Tees, die da aus der Lapajo-Rinde gemacht werden. Und gewisse Sachen. Sehr, sehr viele zusätzliche Stoffe drin. Und unheimlich gut zu empfehlen bei der Lochkrankheit. Hier muss ich jetzt noch dazu sagen, da hat jetzt vor kurzem noch mit einem befreundeten Tierarzt gesprochen. Er hat festgestellt, dass bei den Tieren, die er untersucht hat, hat er nur noch ungefähr 20-25% der Fälle, war wirklich Hexameter, der Auslöser der Lochkrankheit. Also die Lochkrankheit, die Bilder, man zeigt gleich auch noch, wie das nochmal aussieht, falls es einer nicht weiß, aber die Löcher im Kopf ist kein Parasit, der am Kopf ist, sondern es ist ein Darmparasit. Und die Löcher im Kopf ist einfach nur eine Mangelerscheinung, weil einfach dann die kompletten Spurenelemente fehlen, die wir über das Futter zusetzen und auch gleichzeitig verträgt der Parasit wieder das Zeug nicht und verendet dann. Das ist ganz kleine Gewusel. Das ist alles der Spirinoculus, also der Erreger der Lochkrankheit. Da wird dann nochmal umgeschaltet, jetzt sieht man das nochmal ein bisschen genauer, wie er da am Rumwuseln ist. Das ist dann also der klassische Löcher im Kopf. Die Löcher werden nicht mehr zu. Aber wenn ich halt dann diese Mangelerscheinung gegenarbeite und wenn ich halt schlecht füttere, das ist halt dann passiert genau das Gleiche. Mangelerscheinung, dann treten wirklich auch die Löcher im Kopf auf.
die kriege ich nicht mehr zu. Die bleiben da. Aber ich kann halt dafür sorgen, dass es nicht mehr schlimmer wird und halt auch die anderen Tiere dann entsprechend gut gefördert werden. So, damit habt ihr es dann geschafft. Danke für die Aufmerksamkeit. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, ich stehe zur Verfügung, entweder jetzt noch hier oder gleich oben am Stand. Ich bin noch komplett da.